Februar 1962. Gewaltige, über mehrere Tage andauernde West- und Nordstürme mit Orkanstärke peitschten große Wassermassen in die Deutsche Bucht und gegen die ost- und nordfriesische Küste. Am 16. Februar drehte der Sturm auf Nordwest und presste die in der Nordsee aufgestauten Wassermassen in die Elbmündung. Dieser Nordweststurm, der über 45 Stunden anhielt, trieb die Sturmflutwelle elbaufwärts bis nach Hamburg. In der Nacht vom 16. zum 17. Februar hat Hamburg die höchste Sturmflut seit Menschengedenken erlebt. Das Wasser der Elbe steigt und steigt. So hoch, dass es nicht mehr ablaufen kann. Eine Katastrophe beginnt. Sie ist bis heute tief im Bewusstsein der alteingesessenen Hamburger verankert. Mein Name ist Karl Pries. Ich war zur Zeit der Sturmflut 24 Jahre alt und war Polizeioberwachmeister. Er hat Spätschicht, als er aus Hamburg-Altona in den südlich der Elbe gelegenen Stadtteil Wilhelmsburg geschickt wird. Die Pegelstände steigen, Sturmflut. Das Fatale dabei, die Warnungen erreichen nicht viele Menschen. Die haben das gar nicht mitgekriegt, dass das Wasser kam. Über Radio wurde eine Hochwasserwarnung rausgegeben. Aber nachts schlafen die Leute. Die haben kein Radio an. Solange es ging, wurden ja auch noch Lautsprecherdurchsagen von der Polizei und von der Feuerwehr getätigt. Mit Megafon wurde dann gerufen, verlassen Sie Ihre Häuser, verlassen Sie Ihre Häuser. Solange man noch das Wasser noch nicht so hoch war, ist ja versucht worden, an die Häuser ranzukommen. Wir sind wach geworden durch das starke Klopfen von einem Nachbarn aus dem Haus. Und der aber ganz massiv, richtig mit der Faust hat er gegen die Tür gehauen, sodass man das auch wirklich, man sprang aus dem Bett raus und wusste im Moment gar nicht, was los ist. Und er schrie nur, Wasser, Wasser kommt. Und ja, und dann stand man am Fenster. Das sehe ich immer heute noch, wie das Wasser mit in, und in Massen. Es waren wirklich Massen, unvorstellbare Massen an Wasser, die da auf uns, auf das Haus zukamen. Mir kam das Meter hoch vor. Und dann habe ich nur noch geschrien. Ich bin Renate Dornecker. Zur Zeit der Sturmflut war ich 16 Jahre alt und bin in Hamburg zur Schule gegangen. Was sie am Fenster beobachtete, war die unmittelbare Folge der ersten Deichbrüche. In der Nacht wurden es immer mehr. Dornecker konnte sich mit ihren Geschwistern zu Nachbarn in höhere Stockwerke ihres Mietshauses in Wilhelmsburg retten. Binnen wenigen Stunden wurde ein Sechstel des Hamburger Stadtgebiets überflutet. Ungehindert strömte das Wasser durch die Straßen, walzte alles nieder, auch Strom- und Telefonleitungen. Es war dunkel. Es gab keine Kommunikation, keinerlei Koordination von Polizei, Feuerwehr und anderen Hilfskräften. Von einem Katastrophen- oder Evakuierungsplan ganz zu schweigen. Ich kann nicht verstehen, das Gespräch ist verzerrt. Bitte nochmal wiederholen. Das ist ja in dem Moment ein Chaos. Hilfskräfte von allen Seiten. Die spärlichen Informationen, die man bekam, dort versuchen sie dort Leute zu retten, Leute rauszuholen. Telefonisch kam man nicht durch, denn in der Nacht brachen dann die Telefonleitungen zusammen. Und dann wurde versucht über Funkgeräte, die hatten wir natürlich auch nicht. Das behinderte natürlich auch die Rettungsmaßnahmen, weil die sich ja untereinander nicht so verständigen konnten. Die haben geweint, haben die, und die haben geschrien, wo ist meine Frau, wo ist mein Mann, wo sind meine Kinder? Das ging ja alles durcheinander. Das war, jeder versuchte irgendwo sich verständlich zu machen. Dann wurde auch gesagt, ja, dort hinten auf den Behelfsheim, da sind Menschen auf den Dächern, die müssen da runtergeholt werden. Und das hat man dann weitergegeben. Mehr war eigentlich nicht möglich. Man hat also die Informationen, die man selbst bekam, wieder anderen weitergegeben, die das noch nicht wussten. Die Behelfsheime befanden sich in mehreren Kleingartensiedlungen. Hier lebten auch fast 17 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch viele ausgebombte Hamburger Familien und Flüchtlinge aus dem Osten. Und irgendwann gegen Mitternacht, ich weiß die Uhrzeit nicht genau, 11 oder eben an Nacht, wir waren schon im Bett, klopft mein Vater bei uns am Schlafzimmerfenster, Oma und Opa saufen ab. Mein Name ist Johannes Tannis,
Zum Zeitpunkt der Flut 1962 war ich 23 Jahre alt. Mein Beruf war Postbeamter. Tönjes Familie wurde während des Krieges nach einem Bombenangriff obdachlos und lebte seitdem in einer Siedlung aus Behelfsheimen in Hamburg-Waltershof. Heute stehen hier Containerterminals, Hafenindustrie. Die Siedlung gibt es nicht mehr. Allein hier ertranken 44 Menschen. Mit vernichtender Gewalt schlug die Flutwelle in das Wohnlaubengebiet im Mühlenwerder Grund auf Waltershof. Die Kolonie lag tiefer als die Straße, konnte also mit dem Wagen noch auf dieser Straße fahren. Bin dann zu meinen Großeltern, da war das Wasser schon 1,30 Meter, die saßen in ihrem Behelfsheim, einer in der Stube auf dem Tisch, Stuhl auf dem Tisch und eine Oma war in der Küche mit dem Stuhl auf dem Tisch. So, und dann bin ich da rein. Dann habe ich den Fernseher oben auf dem Küchenschrank gestellt. Hab mir Oma genommen, das ist so eine korpulente Frau. Und den Arm, Händen auf dem Nacken. Und dann bin ich durchs Wasser zur Straße hin zu meinem Käfer. Die Kleingartenkolonien wurden zu Todesfallen. Sie lagen meist sehr tief und liefen schnell voll Wasser. Die Hütten waren eingeschossig und hatten flache Dächer. Deshalb haben die Menschen ja die Türen nicht aufgekriegt, weil der Wasserdruck von außen war. Das Einzige ging dann noch durch die Fenster, aber das war auch nicht immer möglich. Und die meisten haben versucht, aufs Dach zu kommen und haben von da aus dann um Hilfe gerufen. Es stand alles unter Wasser. Die Kolonien, das war Wasser, rundherum Wasser. So, und man weiß natürlich, wo man hin will. So, und dann geht man da rein. Dann geht man da rein und sagt, okay, ist das ein Wasser so hoch oder so hoch? Scheißegal, da musst du durch. War so. Die Leute haben zum Teil auf den Dächern ihrer Lauben gesessen. Die haben in den Bäumen gesessen. Und die haben geschrien. Und die sind alle bei uns ja, vorbei. Wir waren oben. Und die sind unten vorbeigeschwommen mit ihren Häusern, um sich zu retten. Die haben um ihr Leben gebracht. Ich bin Babette Schulz, war 1962 bei der Sturmflut 5 Jahre alt. Habe ich zu der Zeit schon geschlafen, wie der Deich brach. Gerettet hat uns unser Hund, der meine Mutter geweckt hat, die sich gewundert hat, wieso der so nasse Pfoten hatte. Und dann ist sie aus dem Bett gesprungen, hatte schon bis zu den Knien Wasser. Ja, hat uns geweckt, meine Schwester und mich, schnell noch eine Jacke übergeworfen und raus aufs Dach. Wo wir allerdings nach einer Weile Pech hatten, weil der Ölofen anfing zu brennen. Und dann hat meine Mutter, meine Schwester und mich sich an Leib gebunden und ist dann auf den Birnbaum, der direkt am Haus stand, damals geklettert. Die kleine Babette Schulz, ihre Schwester und ihre Mutter konnten in Sicherheit gebracht werden. Mit Schlauchbooten und kleinen Booten versuchten Helfer, die verängstigten und durchnässten Eingeschlossenen aus der Eiseskälte zu retten. Doch viele ertranken. Am nächsten Morgen übernahm der damalige Polizeisenator Helmut Schmidt die Leitung des Krisenstabs und koordinierte die groß angelegte Rettungsaktion. Der ist ins Lagezentrum gegangen. Mittlerweile hat er sich ja ein Lagezentrum gegründet. Und dann hörten wir, Helmut Schmidt hat die Leitung des Lagezentrums übernommen. Später haben wir natürlich gehört, da hat es wohl Mängel gegeben. Und
Er hat sich darüber hinweggesetzt. Die Deiche sind an vielen, vielen Stellen überspült worden. Wir haben 60 Deichbrüche. Leider. Als es denn hell wurde, da sah man ja erst, was überhaupt los war. Das Stadtgebiet von Wilhelmsburg. Auf den Dächern warteten die Menschen auf die Hubschrauber, von denen sie mit Lebensmitteln aller Art versorgt wurden. Die Bergung von mehreren tausend Menschen aus unmittelbarer Lebensgefahr und die Evakuierung von über 18.000 Menschen aus dem Katastrophengebiet wäre ohne die tatkräftige Mithilfe der Bundeswehr gar nicht möglich gewesen. Am nächsten Tag kamen dann die Soldaten schon mit Suppe und hielten vor unserem Fenster mit Schlauchbooten. Sind die rumgefahren und haben immer an den Parterre-Wohnungen gehalten daran, weil die Fenster weit auf und dann haben sie reingereicht, Essen und dann Suppe gab es meistens, ne, so für alle aus dem Haus. Viele Wilhelmsburger blieben noch tagelang in ihren Wohnungen, abgeschnitten durch die Wassermassen. Und während das Wasser langsam zurückging, wurden die Ausmaße der Flutkatastrophe immer deutlicher. Zerstörung, Tausende obdachlos und viele Tote. Taucher bergen die Opfer. Große Verluste waren zu beklagen. 315 Todesopfer hat die Flut auf hamburgischem Gebiet gefordert. Das muss man sich mal vorstellen. In einer Nacht. Später hat man die ja noch gefunden, teilweise in den Häusern. Das hörte man dann. 340 Menschen verloren durch die Sturmflut im Januar 1962 ihr Leben. Allein 315 in Hamburg. Zur Trauerfeier für die Opfer versammelten sich über 150.000 Menschen auf dem Hamburger Rathausmarkt.